Mein Name ist Benito Weise. Ich bin am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem tätig als Ausbilder. Im Kern handelt es sich bei der Kuhbrille um einen Simulator, der erlebbar machen soll, das, was wir zurzeit annehmen, wie Tiere ihre Umgebung optisch wahrnehmen. Die Kamera funktioniert mit zwei Objektiven. Die brauchen wir, weil die Rinder ein sehr weites Sehfeld haben. Zum Beispiel haben wir ein sehr unscharfes Bild. Nur in einem Frontbereich, ungefähr 30 Grad nach vorn, haben wir eine relativ scharfe Sicht. Kontraste werden wesentlich stärker wahrgenommen als von uns. Wir haben eine Reihe von Annahmen getroffen zum Sehfeld der Rinder und versuchen in dem System dem Nutzer die Chance zu geben, sich einmal in diese Wahrnehmungsumgebung hineinzubegeben. Für den Umgang mit den Tieren ist es ziemlich wichtig, dass wir uns in bestimmten kritischen Situationen einmal fragen, was sieht sie da jetzt, was hört sie da jetzt? Also mein persönliches Ziel. So, für mich ist eigentlich, dass der Tierhalter mit Blick auf seine Tiere, für die er Verantwortung trägt, nochmal sich dieser Verantwortung anders bewusst wird.